für. Welche Prinzipien? Alle. Wir haben keine. Sehr gut, das ist eine Antwort. Trotzdem bestehende Prinzipien, die Leute aufgestellt haben. Gebrochen für? Uns. Wieder eine Antwort. Dieses Cover arbeitet in einem sehr wichtigen Element, das mal genau zu zeigen, mit einem sehr inhaltlich aufgeladenen Symbol, und zwar mit dem Symbol Rasenfläche. Wie kommt ihr auf diese Idee? Ja, das ist die Spielwiese unserer Hunde. Ja, über Hunde wollen wir nicht reden, das ist ganz langweilig. Aber dieser Rasen im Hintergrund, der... Nein, aber... Okay, genau, das ist angesprochen. Da schauen also 5 lustige Pudel im Hintergrund so ganz schräg und eigenwillig hinter euch raus. Das sind meiner Ansicht nach, ich vermute mal, das ist eine Trickfotografie, das sind Fotokopien, wahrscheinlich auf Pappe geklebt oder wahrscheinlich, oder Morphing. Eins von beiden. Also auf jeden Fall Trickfotografie. Ja. Aber es soll etwas symbolisieren. Und. Was kann das denn sein? Dass wir uns keine richtige leisten konnten. Das ist also die Art von Pragmatismus, die mir in Antworten bei Interviews. Also es gibt nichts, was treffender und sympathischer ist. Ich mache ein bisschen musikalische Untermalung für euer Stück. Ja, spiel mal ein A, bitte. Genau. Ah, a Candyman, the Call, the Sandman. Ja, ruhig, warte, ich habe ein A, das ist ein A. Ich spiel bitte ein B und dann C, A, B, C. Ich kann nicht Gitarre spielen. Das ist ein einfach vorhin C. Ich werde es aber bald lernen für ein G. Ich gebe mein Bestes. Also, das, was für uns interessant ist, wir machen ja heute Nacht die Pudel Overnight hier in Zürich. Das sind natürlich die Pudel. Und das ist der Pudel. Um das Ganze mal so voranzutreiben und nicht total versanden zu lassen. Das ist der Hund im Kind, der uns interessiert. Warum gerade dieser Hund? Hätte ich nicht ein lustiger Collie sein können? Nur mal als Beispiel. Das war der einzige, den wir uns nicht leisten konnten. Also muss er ja gut sein. Du hast alle anderen Hunde abgefragt und alle Nein, haben der zugesagt. Pudel ist totaler Kitsch. Er ist geil. Moment. Er ist zuckersüß und er stellt eine Übernorm da und die ist total krank. Du redest vom Dackel. Nein, von dir. Ich bin ein Dackel. Ich okay, weiß. Klar. Also, was heißt denn Übernorm und total krank? Ja, das ist die sind alle krank. Die Pudel. Die sind so flach, solltest du mal sehen. Pudel. Ich weiß, ja, wie Pudel sind. Pudel. Also, eure Pudel sind natürlich sehr flach, weil die sind ja. Die wurden überfahren. Die wurden ja überfahren. Aber normale Pudel sind ja. Ich meine, ihr weicht jetzt so aus ins Alberne rein, aber ich meine, es gibt ja nun also eine eindeutig ästhetische Ausrichtung in Richtung Pudel als Hund, Pudel als Symbol. Gibt ja auch einen Hintergrund. Ja, natürlich. Für den Pudel. Der Pudel ist ja ein homoerotischer Hintergrund eigentlich. Natürlich auch. Und na, ihr beide habt, glaube ich, auch eine homoerotische Beziehung zueinander. Ja, ganz klar. Auch. Ja. Aber zueinander. Ja, das ist schon so. Nein, der Pudel stellt eigentlich einfach das die leichte Perversion dar. Mhm. In der ihr euch befindet. Vielleicht. In der wir uns befinden. Ja, natürlich. Also du hast eigentlich genau recht. Es geht um Erotik, es geht um Ästhetik. Es geht um... Das wird sofort verbunden, so locker bei dir, mal eben. Das ist ein Wort eigentlich. Erosthetik. Und es geht um Sexualität natürlich auch. Selbstverständlich. Ach klar. Bei uns um
homoerotische, bei euch auch, weil wir sind alle Homo Sapiens. Sehr gut. Und mich interessiert die Nische, aus der man kriecht, die zu dem gleichen Ziel. Die Diele quasi. Das Loch wäre jetzt das falsche Wort. Zu dem gleichen Ziel. Nämlich zu diesem Hund, zu diesem Symbol, das scheinbar doch das gleiche für uns bedeutet. Nämlich verrückt sein, rausbrechen, einfach glücklich rumlachen, winken und crazy sein. Winken. Einfach winken können. Ja. Oder nicht? Das ist die Frage. Galileo. Ey, das ist hier der Herr, dem ich all mein Geld anvertrauen wollte. Der von wollte, wie gesagt. Das wollten wir ihm auch schon. Wir kommen noch auf dich zu nachher. Scheiße. Rolling Stones, also, okay. Ich meine, der fünfte Song. Was ist mit Blue Wyman? Ich meine, The Libido. Ich meine, der Mann hat irgendwie mit... Endlich ein Thema. Das waren doch 2000 Frauen. Der Mann ist der Antipudel. Bill Wyman? Ja, are you crazy, honey? Ja, also, are you strange now? Shut up and sleep with me. Also, das ist doch dein Song, oder? Das ist mein Song. Wie geht das noch? Shut up and sleep with me. Shut up and sleep with me. Scheiße. Ich glaube, das ist so ziemlich das Größte seit irgendwie Fred. Wie geht das? Max, don't have sex with your ex. Ich meine eigentlich das mit dem Shirt. Wie geht das? Könnt ihr mit eurer Band Max, don't have sex with your ex, könnt ihr das auswendig? More chance? Ja, natürlich. Könnt ihr mal ganz was singen? Also nicht singen. Dennis Gossett, wer jetzt mit Max, don't have sex with your ex? Ich bin eine Frank-Gitarre. One, two, three, four. Max, don't have sex with your ex. Ja, weiter. Ich kann das nur Playback. I like your body. Yes, your beautiful body.